Ja, mein Name ist Michel Rocco. Ich bin Fotograf, spezialisiert auf den Bereich des Süßwassers. Also der Ort könnte nicht besser sein, auf einem Stück Schwemmholz in der Aare. Seit über 3 Jahrzehnten fotografiere ich in der ganzen Welt, aber natürlich oft auch in der Schweiz. So, jetzt werden wir diese wunderbare Aare verlassen, gehen in den Tierpark und schauen an, welche Bilder Sie ganz bestimmt bei sich zu Hause irgendwo an der Wand haben möchten. Dies ist ein Bild, das mir wichtig ist, insofern als das ein revitalisiertes Gewässer ist. Ein Altarm der Aare zwischen Bern und Thun. Und nachdem diese Bagger mal durchgefahren waren, hat sich innerhalb von 3-4 Jahren eine unglaublich schöne Unterwasserwelt entwickelt wieder. Mit Wasserpflanzen und einem Karpfen, der durch das Bild schwimmt. In dieser Szene aus dem Murtensee sehen wir sehr schön, wie Seerosen wichtig sind für die Fische, sozusagen als Kindergarten. Hier hatten schleiend Karpfen geleicht und Wochen später wimmelt es dann von kleinen Fischen, die hier geschützt langsam heranwachsen und sich von Plankton ernähren. Im Neuenburger See sind wir hier ziemlich tief, auf 6-7 Meter. Ich sah von der Oberfläche ein Hecht abtauchen, ganz an den Grund verschwunden. Ich folgte ihm, schaute nach oben und staunte. Ich fühlte mich irgendwo in einem Redwood-Forst. Aber das ist unter Wasser. Und erstaunlich ist auch, dass überall an den Pflanzen des Tausendblatts Muscheln kleben. Also hier haben sich dann Muscheln an die Stämme von diesen Pflanzen angeheftet. Also eine erstaunliche Unterwasserwelt, eher wie in einem Wald im Neuenburger See. Wir sind in einem Nebengewässer der Aare, das eher seicht ist. Und in diesen Zonen sind eigentlich stets auch Hechte vorhanden. Die kommen überall irgendwie hin, zum Teil wahrscheinlich auch über Wasservögel transportiert. Am Schluss ist dann einfach noch ein einziger letzter, ein ganz großer. Er ist natürlich ziemlich oben in der Nahrungspyramide in unseren Gewässern und kann zu stattlicher Größe heranwachsen, bis weit über 1 Meter. Das ist auch eines dieser Bilder, wo ich selber nicht im Wasser bin, sondern die Kamera vom Ufer aus mit einer Stange führe und so auch warten kann, bis sich das Tier in die Nähe bewegt. Was aussieht wie Rinder in einem Stall, sind Barben am Grund der Sahne, die hier in Ruhe den Tag verbringen. Solche Mengen von Barben sind wohl heute kaum mehr anzutreffen. Allerdings ist es aber auch ein Fisch, der sich auch mit steigenden Temperaturen recht gut halten kann in den Gewässern, was nicht für alle Arten gilt. Also in der Sense zum Beispiel ist die Population noch ganz gut. Also da ist ein bisschen ein historisches Bild, könnte man auch sagen. Das ist der Kopf eines Aals und die Geruchsorgane, die sind natürlich sehr wichtig, weil er wandert vom Sargasso-Meer her bis zu uns in die Alpen hinauf, um ein bisschen die Kühe zu schauen und dann wieder zurück zu schwimmen ins Sargasso-Meer, um sich zu vermehren. Das ist eine Aufnahme, die ich unter Studiobedingungen gemacht habe.
Ich hatte mal für ein Projekt alle Fische der Schweiz fotografiert, lebend in einem Aquarium. Und bei der Gelegenheit hatte ich hier den Aal auch porträtiert. Das ist ein Bild, das ich in der Schweiz im Moment nicht machen kann, weil es einen atlantischen Lachs auf der Laichwanderung zeigt. Er ist hier vom Meer aufgestiegen, ist in einem Fluss in Schwedisch Lappland und er wird diese Hindernisse überwinden, um dann einmal seinen Laichgrund zu erreichen, wo er selber einst auf die Welt gekommen ist. Ein Lachs auf der Wanderung flussaufwärts, hier auf der anderen Seite des Atlantik in Quebec. Auch dort schwimmen sie dann über gewaltige Distanzen bis hinauf in die Laichgebiete. Ich fand dieses Bild sehr schön, weil es das Wandern, das Vorwärtsgehen zeigt, das er macht ohne Unterbruch. Die lokalen Behörden haben diesen Fluss für die Fischerei gesperrt für einen Morgen, damit ich mein Bild machen konnte, hier auch vom Ufer aus mit einer Stange ganz nahe an den Lachs heran. Da haben wir einen kleinen Lachs in seinem Ei noch. Und das Unglaubliche ist, bereits jetzt kann man sein Auge entdecken und die Schädeldecke. Es ließe sich kaum von einem anderen Wirbeltier unterscheiden in dieser Phase. Dieses Ei hat dann vielleicht einen Lachs erzeugt, der mal in einen Schweizer Fluss kam. Denn das ist in der Lachszucht im Elsass gemacht worden unter Studiobedingungen. Das heißt, ich habe in einem kleinen Gefäß Steine aus dem Rhein genommen, in einer Pipette das Ei hineingetan, um das wunderbar zu fotografieren. Das wäre nicht möglich draußen im Fluss im Kiesgrund. Aber wer weiß, vielleicht ist der dann einmal zum Beispiel in die Wiese gelangt, dort den Rhein runter vor Grönland, bisschen die Inuits schauen und fressen, groß werden und wieder zurück nach Basel. Die Chancen sind klein, aber sie sind da. Also um die Serie von Lachs Bilder zu machen, habe ich effektiv 20 Jahre gearbeitet. Es ist beiderseits des Atlantiks. Es ist einfach sehr schwierig, weil man ein kleines Zeitfenster hat. Der Fluss darf nicht trüb sein, das ist sehr selten. Die Wanderung ist sehr oft im Herbst. Mit schweren, heftigen Regenfällen können Sie auch wandern über die Hindernisse gehen, wie Wasserfälle, Stromschnellen. Und Tauchen ist meistens nicht möglich. Man muss in Fernbedienung arbeiten. Es ist wirklich, der Aufwand ist immens, um am Schluss dann ein paar wenige Bilder zu haben. Und so wie wir jetzt ein Bild aus Quebec, eines aus Lappland und eines aus dem Elsass gesehen haben, wir jetzt ein weiteres Bild für einen kleinen Lachs. Der ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, ein Smolt. Ein Jährling. Und er hat die typische Kennzeichnung der Querstreifen, wie die auch eine Forelle haben würden. Er ist auch nahe verwandt, oder? Also Salmo sala, Salmo tutta. Und das da hier habe ich in Norwegen gemacht, in einem Lachsfluss in der Gaula, wo dieser Lachs dann in Kürze einmal dann zurückkehren wird ins Meer hinaus, um groß zu werden und, so Gott will, dann wieder zurückzukommen, um sich zu vermehren.